Radio Morgenkreis. Herzlich willkommen zur vierten Folge von Radio Morgenkreis. Es gibt insgesamt 6 Folgen, das heißt, wir haben die Hälfte schon hinter uns und starten in die zweite Hälfte mit viel Rückblick und Vorschau und Hintergrundwissen zur Online-Themenwoche der Deutschen Schulakademie zusammen mit der Agentur J&K, Jöran und Konsorten. Heute ist Donnerstag, der 24. September 2020. Ich heiße Jöran Moos-Meerholz. Los geht's. Ganz gut aufpassen, dass wir nicht so passive Netflix-UserInnen erziehen, die einfach Schule so abhaken und durchklicken. Das ist nicht die Art von Digitalisierung oder digitaler Transformation, die Schulen brauchen. Das ist schon viel zu stark da. Wir müssen aktive Lernende haben, die auch Rechte haben in diesem digitalen Raum. Das ist ganz, ganz entscheidend. Wir sind der HTML-Kurs und gehen auf das St. Josef-Gymnasium Dingelstedt in die 10. Klasse. Während der Zeit von Corona haben wir in einem selbstinitiierten Projekt gelernt, wie man Webseiten entwickelt. Ich würde sagen, dass wir mehr oder minder die Digitalisierung bekommen, die wir auch verdienen. Die Digitalisierung selber schreibt nicht vor, wie sie genutzt wird. 3 Zitate vom gestrigen Tag. Erstens Philipp Wampfler aus seinem Webinar über Lernkultur und digitale Tools. Zweitens Schüler, die uns später in der Sendung noch ausführlich ihre Barcamp-Session vorstellen. Und drittens Janet Hofmann, die gestern einen sehr viel gelobten Vortrag bei unseren abendlichen Impulsen gehalten hat. Wir blicken auf den gestrigen Tag zurück, auf den heutigen Tag voraus und beginnen gleich mit dem Webinarprogramm. Im ersten Seminar hatten wir 2 Lehrer als Referenten dabei. Philipp Wampfler aus der Schweiz, er ist Dozent für Deutschdidaktik an der Universität Zürich und Deutschlehrer. Dazu Dea Mihalovic, Realschullehrer und Referent für alles um Demokratiebildung, digitale Transformation und für Barcamps beim ZSL in Baden-Württemberg. Die beiden haben in einem Webinar die Frage beantwortet, welche Lernkultur steht hinter welchen digitalen Tools? Für die Deutsche Schulakademie berichtet Vincent Steinl. In diesem Webinar ging es um die Frage, welche Lernkultur eigentlich hinter welchen digitalen Tools steht. Die beiden Referenten, Philipp und Dean, haben dabei aus ihrer eigenen Schulpraxis berichtet und ganz unterschiedliche Tools vorgestellt. Da ging es von proprietären Cloud-Anwendungen bis hin zu Open-Source-Lösungen. Und sie haben berichtet, wie die Einführung von eben diesen Tools sich auswirkt auf das Miteinander an der Schule, auf die Kommunikation der Kolleginnen und Kollegen untereinander, aber auch auf den Lernprozess der Schülerinnen und Schüler. In der Diskussion haben wir verschiedene Themen vertieft. Besonders lustig fand ich sozusagen die inoffizielle Antwort von Philipp auf eine Datenschutzfrage. Das war ein ganz schöner Rant und es lohnt sich auf jeden Fall nachzuschauen, nachzuhören in der Aufzeichnung. Es ging aber auch nochmal darum, wie man solche Tools einführen kann, wie man mit Kolleginnen und Kollegen umgehen kann, die vielleicht nicht so affin sind digitalen Medien gegenüber. Und eine Frage fand ich noch ganz spannend, nämlich ob digitale Medien vielleicht auch dazu führen können, alte Strukturen, also zum Beispiel den Frontalunterricht, zu zementieren. Und da haben die beiden Referenten aus meiner Sicht eigentlich ganz schlüssig drauf geantwortet, dass das Problem sozusagen eigentlich der Medienfrage vorgelagertes ist und dass man sich natürlich auch kümmern muss, also welches Verständnis haben wir eigentlich von sozusagen einem Lernprozess, wie sieht der für uns aus, aber dass man eben nicht sozusagen als Pro- oder Kontra-Argument für die Frage des Medieneinsatzes hernehmen kann. Für die Deutsche Schulakademie Vincent Steinl. Danke, Vincent. Und ich gebe das Wort dir gleich noch einmal zurück, denn du warst auch beim zweiten Webinar dabei. Das hieß Gute Schule nach Corona. Was lernen wir aus der Krise? Dabei waren Professor Dr. Alexander Gröschner von der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Andreas Meissner von der IGS Franzisfeld, Tanja Laspe von der Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule in Göttingen und Wolfgang Vogelsänger von der Deutschen Schulakademie. In diesem Webinar gab es eine ganze Reihe an Mitwirkenden. Da war zum einen Alexander Gröschner, Professor an der Uni Jena und fachlicher Leiter des Regionalbüros Jena von Deutschem Schulpreis und Deutscher Schulakademie.
Andreas Meissner, Schulleiter der IGS Franzisfeld, und Tanja Laspe, Schulleiterin der Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule in Göttingen. Das sind zwei Preisträgerschulen des Deutschen Schulpreises. Und schließlich Wolfgang Vogelsänger, der selbst lange Jahre eine Preisträgerschule aus Niedersachsen geleitet hat und heute Mitglied im Programmteam der Deutschen Schulakademie ist. Gute Schule nach Corona, was lernen wir aus der Krise, war die Fragestellung, um die sich sozusagen das Webinar drehte. Und zu dieser Fragestellung hat die Deutsche Schulakademie auch einen Empfehlungskatalog veröffentlicht in dieser Woche. Der ist auf der Webseite abrufbar. Der stand gar nicht so im Mittelpunkt des Webinars. Es ging eher darum, das auch nochmal aus ganz unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten. Den Auftakt dazu machte Alexander Kröschner aus einer wissenschaftlichen Perspektive. Anschließend wurde es diskutiert sozusagen aus der schulpraktischen Perspektive von Andreas und Tanja. Und was mich sehr beeindruckt hat, ist, dass es an der Stelle wirklich sehr konkret wurde. Also dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten auch Fragen stellen. Und die beiden sind da sehr gut drauf eingegangen. Beziehungsgestaltung spielte eine große Rolle. Kommunikation, wie kann ich Kommunikation wiederherstellen, beziehungsweise wie kann ich Kommunikation sicherstellen. Es gab Breakout-Räume, wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch nochmal untereinander ins Gespräch kommen konnten. Und den Abschluss machte dann Wolfgang Vogelsänger, der nochmal auf ein paar Aspekte genauer eingehen konnte und auch nochmal ein paar Worte ja grundsätzlicher Art verloren hat, wie aus seiner Sicht das Schulsystem sich nach Corona weiterentwickeln sollte. Rundum ein spannender Ausblick auf gute Schule nach Corona. Vincent Steinl für die Deutsche Schulakademie. Das dritte Webinar beschäftigte sich mit der Frage, wie verändern sich Lehr- und Lernräume in einer Kultur der Digitalität? Micha Palesche von der Ernst-Reuter-Gemeinschaftsschule in Karlsruhe und Uta Haug-Thum, Professorin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, haben das Webinar geleitet. Lena Häusler war für uns dabei. Wie wollen wir in Zukunft eigentlich lernen? Das war die zentrale Frage in unserem Webinar, auf die es sich zuspitzte. Und die beiden Impulsgebenden waren sich da sehr einig. Ganz anders. Es muss anders sein als bisher. Wir müssen uns lösen von bestehenden Strukturen und Vorstellungen. Wir brauchen sehr viel mehr Offenheit, um eben diese nötigen neuen Lernräume schaffen und auch gestalten zu können, hin zu einem mobilen Lernen. Denn die Schülerinnen und Schüler von heute brauchen für die Zukunft andere Kompetenzen. Zum Teil kennen wir die Herausforderungen noch gar nicht, die sie werden lösen müssen oder mit denen sie sich beschäftigen werden müssen. Aber ein klares Beispiel sind die Fragen der Nachhaltigkeit, für die sie Kompetenzen brauchen, um sich mit diesen zentralen Fragen der Menschheit befassen zu können. Kompetenzen wie Teamarbeit, wie Selbstorganisation, wie Umgang mit Ungewissheit. Und da müssen sich Schulen die Frage stellen, was wollen wir als Schule eigentlich erreichen? Wichtig ist es hier, das Ziel zu formulieren, eine klare Vision zu haben, um dann die nötigen Tools für eine bestmögliche Umsetzung ableiten zu können. Aber neben all diesen ganz großen Fragen gab es auch konkrete Beispiele. Wir haben Videos gesehen von Schülerinnen und Schülern aus der ersten und zweiten Klasse und wir haben auch in Kleingruppen gearbeitet anhand einer konkreten Fallberatung, die von den Teilnehmenden eingebracht wurden. Also rundum ein sehr spannendes Programm, viel Abwechslung und ganz viele unterschiedliche Impulse. Das war Lena Häusler für die Deutsche Schulakademie. Danke, Lena. Am Abend hatten wir Professor Dr. Jeanette Hofmann zu Gast. Sie arbeitet am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und an der Freien Universität Berlin und beschäftigt sich mit dem Themenbereich, den sie uns dann auch im Vortrag vorgestellt hat, nämlich Demokratie und digitaler Wandel. Von der Kreidestaub-Initiative war Valentin Wieker vor Ort und hat uns seinen Bericht geschickt. Der gestrige abendliche Impuls hatte Frau Professor Dr. Hofmann als Gast und sie hat als Politologin zu Demokratie und digitalem Wandel gesprochen. Dabei hat sie in ihrem Vortrag digitalen Wandel eingeordnet als gesellschaftlichen Strukturwandel. Sie hat auch den Vergleich gezogen zu der Erfindung des Buchdrucks, wo dort auch ein neues Medium, die Printmedien, auf den Markt in unsere Gesellschaft kamen und einen großen kulturellen Wandel mit sich gezogen haben, der in seiner Auswirkung auch die heutige Demokratie erst möglich gemacht hat. Es geht also um Beteiligungsformen, um Bildungsmöglichkeiten, um Kommunikationsformen und da sind wir im digitalen Wandel mitten in einer spannenden und lebendigen Entwicklung.
Sie hat etliche Beispiele für beobachtbare Effekte, erwartbare Effekte und Auswirkungen von dem digitalen Wandel auf unsere Demokratie geschildert und auch an einigen Stellen schon ganz konkrete Handlungsmöglichkeiten aufgemacht. Und das einerseits auf einer konkret politischen Ebene, auf einer gesellschaftlichen Ebene und dann später in der Diskussion sind wir mit den Teilnehmenden und deren Impulsen und Fragen auch nochmal ganz konkret auf die Schulebene eingegangen. Dort wurde dann gefragt, wie haben Ihre Thesen denn, was für Auswirkungen haben Ihre Thesen denn für die einzelne Lehrperson? Und welche Auswirkungen haben die Thesen auf unsere Schulform und auf unser Bildungssystem? Es lohnt sich also auf jeden Fall nochmal reinzuhören, falls Sie das noch nicht gemacht haben. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der Auseinandersetzung und dem neuen Input. Soweit von mir, Valentin Wieker von Kreidestaub für die Deutsche Schulakademie. Danke an Valentin. Alle Webinare sind als Aufzeichnung online zu finden über die Website mit dem Programm zur Online-Themenwoche. Dort finden Sie bei den einzelnen Programmpunkten direkt das Video eingebettet. Alternativ können Sie auch auf YouTube nach der Deutschen Schulakademie suchen und dort dem Kanal der Schulakademie folgen. Abonnieren heißt das bei YouTube. Dann bekommen Sie immer eine Benachrichtigung von YouTube, wenn ein neues Video veröffentlicht wird. An dieser Stelle ein kleinen Gruß und großen Dank an das Team, das die Videos mitschneidet und gleich im Anschluss nachbearbeitet, veröffentlicht etc., sodass alle Webinare und auch die abendlichen Vorträge in der Regel innerhalb kürzester Zeit zum Nachschauen bereitstehen. Gleich wollen wir eine Vorschau machen auf das Programm von heute. Dr. Laura Sophie Dornheim ist digitale Strategin, promovierte Feministin, unheimliche Politikerin, so steht es in ihrem Twitter-Profil. Sie hat eine Promotion in Gender Studies abgeschlossen. Sie ist Diplom-Wirtschaftsinformatikerin und insofern die ideale Besetzung für das Thema der digitale Wandel und die Geschlechterfrage. Sie beginnt ihre Vorstellung des Vortrags mit einer Frage an Sie. Wen bitten Sie um Hilfe, wenn im Unterricht der Beamer nicht funktioniert? Und was hat das mit den neuesten Algorithmen von Apple und Amazon zu tun? Digitalisierung ist schon lange kein Nischenthema mehr. Sie betrifft uns alle, uns als gesamte Gesellschaft. Sie sollte für uns alle genauso gut funktionieren. Und deswegen ist es extrem wichtig, sich anzugucken, wer diese digitalen Tools entwickelt. Seit Jahrzehnten sind das im Wesentlichen Männer und das hat Auswirkungen. Wir sollten uns deshalb dafür einsetzen, dass die Gestalter, die Macher hinter diesen Tools ein möglichst gutes Abbild unserer Gesamtgesellschaft sind. Danke an Dr. Dornheim. Der Vortrag beginnt um 20.15 Uhr. Sie können Fragen einbringen, mitdiskutieren oder im Anschluss die Aufzeichnung anschauen. Wir schauen auf das Webinarprogramm für den heutigen Tag. Wie kann eine digitale Schule auf regionaler Ebene gefördert werden? So heißt das Webinar mit Christian Ebel und Thomas Spahn. Thomas Spahn arbeitet in der Behörde für Schule und Berufsbildung in Hamburg. Christian Ebel beim Zentrum für digitale Bildung und Schule im Kreis Gütersloh. Beide werden uns Erfahrungen berichten, wie regionale Netzwerke gemeinsam die digitale Schule voranbringen. Mit dem ganzen Kollegium auf dem Weg zur digitalen Schule. Wie kann erfolgreiche Personalentwicklung aussehen? Das ist die Frage für das nächste Webinar und Antworten erhoffen wir uns von Gerhard Müller vom RBZ Wirtschaft in Kiel und Jenny Radzimski-Kolzau von der Bezirksregierung Arnsberg. Ich bekomme jetzt Unterstützung von Jenny, die das Webinar erklärt. Hier kommt ein Hallo aus Arnsberg an das Radio Morgenkreis. Ich bin Jenny Radzimski-Kolzau und Schulentwicklungsberaterin mit Expertise im Bereich digitale Transformation. Am Donnerstag bin ich am Webinar zum Thema Personalentwicklung in der Online-Themenwoche beteiligt und bin schon sehr gespannt auf meinen Einsatz mit meinem Mitreferenten Gerhard Müller und natürlich ganz besonders auch auf den Austausch mit allen Interessierten. Thematisch geht es uns insbesondere darum, wie man es schaffen kann, ein ganzes Kollegium bei den doch hochkomplexen Schulentwicklungsprozessen im Bereich digitaler Wandel mitzunehmen, damit diese tatsächlich nachhaltig sind. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf und bin gespannt, wer alles dazukommt. Vielen Dank. Im dritten Webinar schließlich geht es um Freiheit und Strukturen. Stefan Rupaner von der Alemannschule in Wutöschingen und Lars
Ziervogel von der Freiherr vom Stein-Schule in Neumünster sind dabei. Zwei Schulen aus ganz im Norden und ganz im Süden von Deutschland. Zwei Schulen, die den Deutschen Schulpreis bekommen haben. Und zwei Schulen, die die digitalen Medien sehr selbstverständlich in ihre Lernkultur integriert haben. In dem Webinar werden Sie das Spannungsverhältnis aus Freiheit und Struktur beleuchten. Es ist ein Webinar, in dem auch Schülerinnen und Schüler zu Wort kommen werden. Wir machen ein paar Takte Musik, die übrigens mein Kollege Axel Janssen komponiert und produziert hat. Ganz herzlichen Dank an Axel. Die Webinare, die ich vorgestellt habe, werden auch als Aufzeichnung veröffentlicht, wobei, das müssen wir mal wieder betonen, nur die frontaleren, die Input-Teile veröffentlicht werden und nicht die interaktiven Teile, der Austausch untereinander. Dafür muss man live dabei sein. Gleich geht der Blick nochmal weiter nach vorne und wir hören Schüler. Die StammhörerInnen von Radio Morgenkreis wissen, dass es jetzt um das Barcamp am Samstag geht, wo wir inzwischen 19 Sessions im Plan schon haben. Machen Sie sich gerne selbst ein Bild davon. Schauen Sie unter Programm auf der Website mal nach Samstag. Da ist alles zu sehen, was bisher schon an Session-Vorstellungen bei uns eingegangen ist. Einige davon auch als Sprachnachricht. Beispielsweise zur Session von Jakob Rinke und Stefan Reich. Die Session heißt From Scratch, ein Coding-Projekt von Lernen für Lernende. Und um was es dabei geht, erzählt die folgende Sprachnachricht, die die beiden uns allerdings nicht selbst geschickt haben. Wir sind der HTML-Kurs und gehen auf das St. Josef-Gymnasium Dingelstedt in die 10. Klasse. Während der Zeit von Corona haben wir in einem selbstinitiierten Projekt gelernt, wie man Webseiten entwickelt. Jakob und Herr Reich werden euch unser Projekt From Scratch im Barcamp am 26.09. vorstellen. Wir wollen euch zeigen, wie wir gearbeitet, uns organisiert, was wir an Produkten erstellt und welche neuen Projekte wir uns vorgenommen haben. Falls euch das Projekt interessiert, würden wir uns freuen, wenn ihr an unserer Präsentation teilnehmt. Gestern wurde der Deutsche Schulpreis für das Jahr 2020 verliehen. Das ist der Wettbewerb und die Initiative, die auch ganz viele Schulen schon ins Licht gerückt hat, die uns in den Webinaren in dieser Woche ihre Arbeit vorstellen, mit uns diskutieren, ihre Erfahrungen teilen. In diesem Kreis ist jetzt auch die Ottfried-Preußler-Schule in Hannover dabei, denn sie hat den Hauptpreis bekommen. Dazu wurden 5 weitere Schulen ausgezeichnet aus Bonn, Dormersheim, Einbeek, Essen und Schuttertal. Wenn Ihnen das jetzt nichts sagt, lassen Sie sich gerne inspirieren, denn all die Schulen sind vorgestellt in Wort und Bild auf der Website vom Deutschen Schulportal. Schauen Sie sich da mal um, es gibt viel zu entdecken. Außerdem gab es im Rahmen der Preisverleihung eine kurze Ansprache der Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sich nicht nur auf die Preisverleihung bezogen hat, sondern auch auf die aktuelle Situation und Herausforderung der Schulen. Das fand ich sehr hörenswert, deswegen hören wir da an dieser Stelle nochmal rein. Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, sehr geehrte Damen und Herren. Die Verleihung des Deutschen Schulpreises, der Robert-Bosch-Stiftung und der Heidehof-Stiftung ist immer etwas Besonderes. Das gilt erst recht in diesem Jahr, denn die Preisverleihung als virtuelle Veranstaltung zeigt, was alle Schulen erstmals erlebt haben. Schule auf Distanz, Schule im virtuellen Raum. Die Schulschließungen waren eine große Herausforderung. Die allerwenigsten hatten Erfahrung mit digitalem Unterricht. Doch viele Schulen haben aus der Not eine Tugend gemacht, neue Ideen entwickelt und dafür gesorgt, dass das Lernen zu Hause funktioniert. Dafür bin ich sehr dankbar. Denn Kinder und Jugendliche dürfen nicht zu Verlierern der Pandemie werden. Deshalb gilt es auch, alles daran zu setzen, erneute flächendeckende Schulschließungen zu vermeiden. Den Schulbetrieb in dieser schwierigen Zeit zu organisieren, bleibt sicher weiter sehr herausfordernd. Unter diesen außergewöhnlichen Umständen sieht sich die Bundesregierung in der Mitverantwortung. Daher werden wir die Bundesländer auch über den Digitalpakt Schule hinaus unterstützen. Doch gefragt sind letztlich vor allem die Schulen selbst, wenn es darum geht, neue Konzepte zum digitalen Lernen und Lehren zu entwickeln und im Schulalltag zu erproben. Das ist ein Einsatz, der wirklich Anerkennung verdient. Und daher freue ich mich nun, den Hauptpreisträger des Deutschen Schulpreises 2020 zu verkünden. Es ist die Ottfried-Preußler-Schule in Hannover. Herzlichen Glückwunsch! Als innovationsfreudige Schulgemeinschaft sind Sie auch Vorbild für andere.
Gratulieren möchte ich aber allen Schulen, die es in die Endrunde geschafft haben. Schon allein die Nominierung ist eine große Auszeichnung. Ich wünsche Ihnen von Herzen auch weiter viel Erfolg. Denn für gute Schulen zu sorgen, das ist für alle ein Gewinn. Herzlichen Dank. Vielen Dank an das Team der heutigen Sendung und alle, die über Sprachnachrichten Beiträge beigesteuert haben. Wir hörten die Stimmen von Dr. Angela Merkel, Dr. Laura Sophie Dornheim, Jenny Radzinski-Kolzau, die Korrespondentinnen waren Vincent Steindl, Lena Häusler, Valentin Wieker, die Chefin vom Dienst und Produzentin der Sendung ist Fung Nguyen. Musik und Jingle wurden komponiert von Axel Janssen. Die Kinderstimmen, heute neu, kommen von Fenja und Oskar. Die Projektleitung bei der Deutschen Schulakademie liegt bei Alexandra Braun. Bei der Agentur J&K, Jöran und Konsorten sind Julia Zwick und Blanche Fabry für die Koordination zuständig. Die Konzeption und die Moderation von Radio Morgenkreis kommen von Jöran Moos-Mehrholz.